Herr Dr. Donauer, Sie haben vor einigen Tagen in einem Zeitungsinterview das Vermögen des Bistums Augsburg weitgehend offengelegt. Zum Stichtag 31.12.2012 war das ein Reinvermögen von gut 157 Millionen Euro. Verglichen mit anderen Bistümern in Deutschland, ist das viel oder wenig? Mein Einblick in die Verhältnisse anderer Bistümer ist nicht so detailliert, dass ich das letztlich beurteilen könnte. Ich muss mich an die Verhältnisse im eigenen Bistum halten. Ich habe bei anderer Gelegenheit auch ausführen können, dass diese Rücklagen etwa einem halben Jahresbudget entsprechen. Ein solches Reinvermögen ist, glaube ich, größenmäßig vertretbar. Die Diözese Augsburg arbeitet ja mit einem ausgeglichenen Haushalt, den Sie ja jedes Jahr auch veröffentlichen. Und Sie machen seit vielen Jahren keine Schulden. Wieso braucht man denn eigentlich so viel Rücklagen? Weil es auf die langfristige Perspektive ankommt. Ich darf nochmals in Erinnerung rufen, die Verpflichtungen, die ein Bistum hat, über 12.000 Arbeitsverhältnisse, über 6.000 kirchliche Gebäude, auch bei unseren Pfarreien. Hier ist dafür zu sorgen, dass auch in Zeiten, in denen konjunkturelle Abschwünge kommen, der Haushalt Schritt halten kann. Ich darf in Erinnerung rufen, Anfang der 90er Jahre hatten wir in einem Jahr auf einen Schlag ein Minus beim Kirchensteueraufkommen von 10%. Das muss man über die Jahre verdauen und hier muss man entsprechend anpassungsfähig sein und solche Schwankungen ausgleichen. Das gilt ja insbesondere auch für die sozial-karitativen Verpflichtungen, die Verpflichtungen im Bildungswesen. Eine Zahl nur aus unserem diesjährigen Haushalt, 73 Millionen immerhin gehen in diesen wichtigen Bereich. Also eine Art Sicherheitsreserve, das ist der eine Topf dann für den Haushalt. Der andere Topf, darüber hat man im Bistum Limburg ja immer viel gehört, ist der sogenannte bischöfliche Stuhl. Haben wir inzwischen alle gelernt, das ist kein Polstermöbel, sondern in Augsburg zumindest eine selbstständige Stiftung. Ist das eine Art Geheimkasse? Selbstverständlich keine Geheimkasse. Der bischöfliche Stuhl hat satzungsgemäß zunächst die Aufgabe, dem Bischof von Augsburg aufgrund der Tatsache, dass er hier Residenz zu nehmen hat, eine Wohnung zur Verfügung stellt. Das ist das eine. Das zweite, die Verhältnisse im Bistum Augsburg sind so, dass der bischöfliche Stuhl hier als Träger der Pensionsverpflichtungen für die Priester fungiert. Das ist eine nicht kleine Aufgabe. Und drittens, das sind die drei Elemente, ist in unserem Bistum das Restvermögen, das dann noch sozusagen vorhanden ist, durchaus als eine strategische Reserve zu sehen, um die Seelsorge in unserem Bistum über Jahre und Jahrzehnte, so lang ist ja die Perspektive, sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Außerdem hat der bischöfliche Stuhl einen Vermögensverwaltungsrat, der über Haushalt und Jahresrechnung beschließt. Und es ist so, dass seit ich denken kann, jedenfalls seit ich in der Verantwortung bin, diese Rechtsträger, wie auch die Diözese selbst, alljährlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft wird und Gott sei Dank bisher Jahr für Jahr das uneingeschränkte Testat erhalten hat. Also von einer Geheimkasse kann man noch nicht reden. Trotzdem sind die Zahlen, wie viel Geld eigentlich in diesem bischöflichen Stuhl drinsteckt, im Moment noch nicht veröffentlicht. Wieso eigentlich nicht? Es geht nicht darum, schnell eine Zahl zu veröffentlichen, sondern es geht darum, das Interesse der Öffentlichkeit an Informationen, auch aus dem kirchlichen Bereich, zu unterfüttern und zu stabilisieren, indem man zu den Zahlen auch die Verpflichtungen, auch die Rahmenbedingungen klar macht, innerhalb derer diese Zahlen erst Aussagekraft gewinnen. Da sind wir seit Beginn des Jahres dabei, einfach mal im Sinne eines Risikoreports, wie das auch bei börsennotierten Unternehmen der Fall ist, wir sind natürlich keines, aber die Analogie mag hier zulässig sein, das festzustellen. Was haben wir für langfristige Verbindlichkeiten und Verpflichtungen? Ich nenne nur zum Beispiel unser Schulwerk. Dort gibt es 38 Schulen, dort gibt es, glaube ich, über 2000 Lehrkräfte, dort gibt es Jahr für Jahr an die 20.000 Schülerinnen und Schüler. Das muss langfristig gewährleistet werden. Das Schulwerk in Augsburg ist eine kirchliche Stiftung, die bei ihrer Gründung 1975 nicht mit liquiden Mitteln dotiert worden ist, sondern ausgestattet ist eben mit dieser uneingeschränkten Gewährleistungsverpflichtung des Bistums. Es gibt viele andere Gewährleistungsverpflichtungen, etwa auch im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das muss man jetzt in aller Ruhe Schritt für Schritt zusammenstellen und zu einem Gesamtbild verdichten. Darüber werden wir dann selbstverständlich gerne in angemessener Weise unterrichten und informieren.
Sie haben den Vermögensverwaltungsrat schon angesprochen. Dieses Gremium ist ja auch im Bistum Limburg bekannt geworden. Ein Gremium, was, zumindest hat es den Anschein im Moment, seine Kontrollfunktion nicht ordentlich ausgeführt hat. Wäre das im Bistum Augsburg auch denkbar? Wir wissen, Bischof Konrad ist ein bescheidener Mann, aber ist das theoretisch denkbar, dass da jemand in dieses Vermögen des bischöflichen Stuhls greift, ohne dass da ein Gremium Stopp ruft? Gut, wie das in Limburg lief, das ist für mich unübersichtlich. Für unser Bistum zu sprechen, in der Tat, diesen Vermögensverwaltungsrat, den gibt es. Es ist im Übrigen so, dass abgesehen von der reinen Vermögensanlage derartige Bauvorhaben in unserem Stuhl gar nicht laufen. Wenn Sie bedenken, die letzte größere Instandsetzung des Bischofshauses vor einigen Jahren, ich glaube es war 2005, 2006, belief sich auf 660.000 Euro. Da kann man selbstverständlich auch Kostenüberschreitungen gewärtigen, aber die Stoppkelle, die gelbe Karte, da dürfen Sie sicher sein, die wird rechtzeitig gezogen. Kostensteigerung kann niemand ausschließen. Wir haben eine boomende Baukonjunktur, aber das Controlling, glaube ich, arbeitet so, dass wir uns sehen lassen können. Was tun Sie eigentlich persönlich? Es ist ja doch ein großer Imageschaden, nicht in Augsburg, aber für das ganze katholische Deutschland entstanden. Wenn Sie jetzt beim Laubhaken Ihren Nachbarn am Gartenzaun treffen und der sagt, es ist ja unmöglich, was diese reiche Kirche mit den Geldern macht. Was sagen Sie denn so persönlich in so einem Moment? Das ist eine schwierige Frage. Ich sage ihm zunächst, dass ich seine Irritation über diese Meldungen absolut teile. Wir stehen nicht nur gemeinsam am Gartenzaun, sondern sind auch beide Katholiken. Das ist klar. Das muss man erst mal zur Kenntnis nehmen und werten. Zur Wertung gehört zweitens, dass ich dafür werbe, bei ihm die Verhältnisse des Bistums Augsburg anzuschauen und ihm auch klarzumachen, dass die Tatsache, Sie haben es vorher erwähnt, dass das Bistum Augsburg, Gottlob, keine Schulden hat, auch ein Zeichen dafür ist, wie hier mit Geld umgegangen wird. Es ist über die Jahre ein sehr kontrolliertes, ein sehr, wenn ich sagen darf, diszipliniertes Haushaltsgebaren bei allen Verantwortlichen feststellbar gewesen. Und dann würde ich ihm drittens sagen, vertraue mir darauf, dass das auch so weitergeht. Auch ich sage nochmals, Fehler macht jeder, aber die große Linie muss stimmen und es kommt auf die langfristige Sichtweise an. Ich hoffe, dass er dann vergnüglich weiter rächt.